Herzlich willkommen zurück, Shadows of the Erdtree. Will das weiter? Wir sind in der letzten Folge gut vorangekommen. Es war eine Boss-Folge, es war eine Doppelboss-Folge. Wir haben einen wütenden, wilden Drachen und einen noch viel wütenderen Eber samt Reiter gelegt. Letzterer war hier. Hier lebte er einst, jetzt ist er tot und vergessen. Ich werde dafür sorgen, dass niemand sich mehr an ihn erinnert. Ich werde all die großen Löcher, die er mit seiner riesigen Eberschnauze gebuddelt hat, um an die dicken Trüffel ranzukommen, all die werde ich zuschaufeln und Gras drüber wachsen lassen. Jeder Baum, an dem er sich schabberte, um den Juckreiz zu bekämpfen, den werde ich fällen. Alles, was an ihn erinnert, wird beseitigt werden. So sauer war ich auf ihn. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir galoppieren nochmal durch das Loch hier. Denn ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, dass wir uns nochmal um diese mysteriöse Wolfsreiterin kümmern wollen, die hier oben links auf dem Hügel ist. Die Hügelliese. Hier bei dieser Hütte, da war so eine Wolfsfrau. Da. Und die hat aber, also die ist mir nicht freundlich gesinnt. Ich guck mal, will sie mich jetzt angreifen oder können wir irgendwie Buddies sein? Ich bin mal ganz langsam, ich nähere mich ganz langsam und pazifistisch Schritt für Schritt. Ich will dir nichts Böses. Ja, natürlich hast du einen Pfeil und Bogen. Okay, alles klar. Du hast angefangen. Also es ist nicht so, dass... Okay. Das ist ein lamer Kampf, oder? Kann ich sie eigentlich auch vom Wolf hauen? Oh, das war's schon. Der Wolf lebt noch! Da war ich kurz verwirrt. Wer ist sie denn? Gaius Beinschutz. Wieso hat sie denn den Beinschutz von Gaius? Gaius war doch der... Wie bitte? Gaius war der eberreitende, unangenehme Kerl. Beinschutz aus schwerem Eisen, der für Kommandant Gaius gefertigt wurde. Ein fieser Scherz, da er sie nicht tragen konnte. Er ritt auf dem Eber, den er seine zweite Hälfte nannte, denn Gaius war ein Krieger albinaurischen Ursprungs. Ach was, das ist ja lustig. Die haben dem einen Beinschutz gebaut, obwohl wissend, dass der den nicht tragen kann. Und er hat sie ihn selber angezogen. Das ist ja so lustig. Das ist so, als wenn du jemandem mit Nussallergie Nusskuchen backst zum Geburtstag. Und dann sagst, ach, den darfst du gar nicht essen. Ja, dann esse ich den halt. Das ist ja wirklich frech. Na gut. Was hat die hier gemacht an dieser alten Hütte? Dieses Item bewacht. Vermutlich. Hütte des Albinaurix. Scharfschützen-Talisman. Oh. Ich habe in dem Moment Florentin im Ohr. Niels! Nie im Leben würde ich mich trauen, mit Pfeil und Bogen zu spielen. Okay, aber dann haben wir das jetzt hier auch. Genießen wir nochmal den Ausblick. Oh, war ich da unten schon? Was ist denn das? Wie komme ich denn da hin? War ich da unten schon? Also dieses Gebäude da, das sagt doch eindeutig, dass man da auch hin kann. Aber wie? Vielleicht mit einem Fahrstuhl? Im Inneren der Burg? Okay. Da muss ich nachdenken. Das kann sehr gut sein, dass hier ein Fahrstuhl ist, der dann da runterführt auf diese Ebene. Ah, jetzt bin ich aber doch neugierig. Weiß das einer von euch? Das muss ja nur darüber gehen. Wie soll man sonst da runterkommen? Oder hier. Oder von hier, hier durch. Das könnte gehen. Das probiere ich gleich mal aus. Eine zweite Sache, die ich dringend ausprobieren muss, oder herausfinden muss, ist, wie ich auf diese Ebene hier komme. Also,
Das wäre das nächste Ziel. Ich muss den Weg hier hinauf finden. Das ist höher gelegen. Hier ist eine Brücke. Das ist keine Möglichkeit. Das hatte ich das letzte Mal schon ausgecheckt. Da kommt man irgendwo unterirdisch oder so zu diesem Baum. Und da kommt man hier leider nicht auf dieses Gebiet rauf. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, wie ich da, von wo ich da raufkomme. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwo vielleicht so einen Wirbel, der mich da hoch pustet? Das könnte sein. Ansonsten geht es ja eigentlich nur von dieser Seite. Weil hier ist ja alles zu. Also, wir machen erstmal Folgendes. Ich probiere mal eine Sache aus. Ganz flugs. Und zwar gehen wir jetzt hier hin und ich guck mal, ob ich das zufälligerweise da eine Schlucht ist, durch die man durchgaloppieren kann. Da müsste ich dann, warte, wäre das diese Richtung? Grob. Mal da oder? Müsste schon. Das ist ja dann auch diese. Hallo, oh Verzeihung. Wollte mich gar nicht länger mit euch aufhalten. Oder habt ihr irgendwas zu bieten, was ich haben will? Nee, ne? Irgendwas leuchtet hier. Ah. Siehst du wohl. Hat sich doch gelohnt. Hier leuchtet noch was. Und mit leuchten meine ich flirren. Mist. Ist weg. Ist mir entkommen. Also ich müsste eigentlich... war ich hier schon drin? War ich hier schon drin? Nö. Einfach überhaupt nicht. Das ist neu. Ja, geil. Das hat sich ja gelohnt. Da bin ich ja da hingekommen. Okay, dann gehen wir erstmal hier runter. Welches Level bist du? Irgendwas mit 200 oder so mittlerweile. 213. Wir sind Level gar nicht mehr so wichtig. Was mir wichtig war, ist, dass ich viele verschiedene Waffen nutzen kann. Okay. Aber wir sollten mal unsere Lampe anmachen. Das könnte wieder so ein Ort sein, wo meine Blutklingen einfach gar nichts bringen. Vermutlich. Da komme ich ja von da wahrscheinlich hin. Vermutlich muss ich mir meine Keule auspacken. Ich glaube, dieses Blutschwert ist hier Quatsch mit Soße. Ich hatte mir ja so Keulen hochgezüchtet. Das hier. Auf plus 24. Probieren wir die doch mal aus. Dann machen wir aber Blutungsschaden weg und machen... Was nehmen wir denn stattdessen? Wir können die auch zweihändig führen. Oder wir arbeiten mit dem Schild, geht auch. Warte mal. Gegen Blocker.
Nee, wir nehmen einfach irgendwas anderes Schönes. Probieren wir mal die Keule. Völlig lahme Standardkeule. Ah ja, okay, das sind jetzt... okay. Guck mal, der wölbt sich schon zum Angriff bereit. Hier kann ich mich bestimmt droppen lassen. Ja, ist doch gut. So eine kleine Standardkeule. So, was ist jetzt hier Phase? Das ist so eine Schüssel, hier ist doch bestimmt heiße Lava gelagert worden. Was ist das hier? Warum? Sieht so ein bisschen so aus, oder? Das hier so heiße Glut. Da ist zu. Ah ja. Schaurig. Was war das? Da. Ein paar von diesen Schmiedesteinen, die hier überall rumliegen. So, dann geht's hier. Kann ich runter? Da ist eine Leiter. Dann machen wir das mal. Ah, warte, bevor ich das mache, rüsten wir uns nochmal Mauks Kette aus. Oder Mooks. Damit alle etwaigen Geheimtüren geöffnet werden. So. Schmiedestein. Boah, sieht das hier heiß aus. Das ist wirklich, man kann die Hitze richtig spüren. Da geht's runter. Da geht's auch noch weiter. Da kommt man auf so einen Balkon. Komme ja aber auch wieder hoch. Was ist jetzt der optionale Weg? Das ist die Frage. Ah ja. Er war einmal. Ich glaube, der Knüppel ist eine ganz gute Wahl. Der ist jetzt nicht besonders fancy. Das ist keine Bosswaffe. Das ist einfach so ein ganz normaler Standardknüppel. Aber ich glaube, gegen so Steinwesen ist es einfach besser als so ein scharfkantiges kleines Blutmesser. Okay, aber das scheint mir jetzt alles gewesen zu sein. Schmiede, Schrift, Axt. Aber ist vermutlich auch nicht gut hier im Dungeon gegen diese Gegner. Da ist so ein Knüppel schon das Bessere. Okay, das war also der optionale Weg. Dann gehen wir jetzt hier runter. Oh. Da müssen wir sicherlich auch rauf. Und zwar von hier. Und dann nach oben oder nach unten? Nach oben.
Da kann ich auch rüber jumpen. Ich guck mal erstmal hier unten. Das würde mich aber wundern, wenn hier noch irgendwas ist. Außer Hitze. Sehr heiß. So, dann können wir da auf die andere Seite oder wir gehen hoch. Ich gehe erstmal hoch. Vielleicht ist hier auch nichts. Ah doch, da ist was. Okay, da können wir dann... Alles klar, dann gehen wir erstmal auf die andere Seite. Gott, ist gar nicht so. Ich hoffe mal... Ja, das ist kein Problem. So, hier wird wahrscheinlich wieder so ein Dickmob sein, oder? Oh ne, so ein Lava-Typ. Klebt da noch was? Nee. Schmiedeschrift Großarm. Der ist wahrscheinlich ganz gut hier. Ein Hammer ist auch gut, glaube ich. Gegen die Steinboys. Habe ich aber Stärke 20. Kriegshammer. Beharren. Verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Oh, das ist auch nicht schlecht. Können wir aber nicht richtig nutzen. Wegen zu wenig Stärke. Okay, dann. Rauf. Die sind hier leicht versetzt, die Balkons. Also da, oh, da ist ein schlafender Steinriese. Und hier geht's auch weiter. Okay, warte. Da ist auch noch ein Item. Die Frage ist, wenn ich hier runterspringe, komme ich ja nicht wieder rauf. Von da... Oh, das ist die Frage. Komme ich von hier wieder rauf? Ja. Dann gehen wir erstmal hier hin. Schauen, was hier ist, und dann können wir immer noch auf die andere Seite. Hallo. Erwartet mich denn hier niemand? Okay. Ja. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendwas von der Decke oder so. Nö, da ist einfach niemand. Dann hier rein. Sollen wir nochmal Moog befragen? So, also da hinten ist jetzt ein... Was macht der? Guck mal, streichelt der dem den Kopf? Guck mal, der streichelt den. Guck mal. Das ist hier abgefahren. Das ist sein Freund, dieser Blob. Und der erschafft neue Blobs. Das ist ja super lustig. Der erschafft einfach neue Blobs. Okay, das war... Jetzt habe ich eine ganze Armee an Blobs. Eine Blob-Armee. Wir haben eine Blob-Armee. Ey. Was sie nicht wissen ist. So gehe ich nämlich mit Blob-Armeen um. So. So sieht das nämlich aus. Beeilung. Hallo! Komm mal ein bisschen zurück, sonst bewirft er mich mit Blobs. Was ist denn das für eine Begrüßung? Was ist das denn? Kommst du mal jetzt hier durch, dann können wir da hinten kämpfen, wo ein bisschen mehr Platz ist. So, wie viel Platz habe ich nach hinten raus? Geht so.
So, jetzt aber. Jetzt machen wir mal gemeinsam. Okay, das war schnell. So, jetzt kümmern wir uns mal um seinen Bruder. Den Blob-Schmeißer. Bevor der hier noch weitere Ungetüme aus seinem Schälchen zieht. Nicht darunter fallen. Oh nein, jetzt kann er mich wieder beschmeißen. Ah ne, er ist runtergekommen. Das ist sehr freundlich, dankeschön. Ich mag den Knüppel. Au, okay, da war ich ein bisschen zu gierig. Bisschen zu gierig gewesen. So. Da sind sie alle in Fort. Und ich klaue alle Schmiedesteine. Wäre schon cool, wenn er dich packt und in seine Lava tunkt, ne? Wie kann man das denn cool finden wollen? Nee, nee, nee. So, was hat der hier oben denn bewacht? Ah. Was? Ein Schmiedeschriftschild. Haben wir hier aufgeräumt. Was kann das? Oh! Wirft den Rundschild wie einen Diskus. Mit Hilfe der Schmiedekünste erscheint der geworfene Schild sofort wieder in der eigenen Hand. Okay, das klingt sehr lustig. Das ist ja abgefahren. Okay. Das kostet aber Mana. Das ist ja lustig. Kann man den noch leveln, den Schild, dass er stärker wird? Jetzt kann ich da runter. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr wieder rauf. So, wo ist jetzt hier die Falle? Wo ist die Falle? Hier, unter dem Item? Keine Falle? Das gibt's doch nicht. Hier? Immer noch keine Falle. Tappel, 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 tappel. Oh, guck mal, da oben hängen sie alle an der Decke. Das kostet aber nur ein bisschen Mana. Okay, der macht noch nicht viel Schaden. Aber wenn man den leveln kann. Das ist ja ganz geil. Das gefällt mir gut. Oder so ein Item. Ah, dumm! Habt ihr nicht gesehen? Schneiden wir raus.
Die Item Gear. Tod durch Item Gear. Was? Warum? Okay, warte mal. Was ist mit dir denn los? Weißt du nichts von meinem neuen Schild? Was dir sage und schreibe gar kein Damage macht? Alter. Erstmal klaue ich denen die ganzen Schmiedesteine. Raube ich die erstmal komplett aus. Ich kann verstehen, weshalb die ein bisschen pisst sind. Okay. Komme ich denn da jetzt auf... Da komme ich jetzt auf die Ebene. Ja. Aber was ist denn... Wie komme ich denn da zu denen noch? Das würde mich mehr interessieren. Kann ich darüber springen? Nee, oder? Wie komme ich noch zu euch? Da muss ich ja von der anderen Seite rüberkommen. Wie mache ich das denn? Für wen halten die sich? Wissen die denn nicht, dass ich auch im Besitz eines gigantischen Eistopfes bin? Wissen sie denn nicht, dass ich die falsche Taste gedrückt habe? Es war, ey. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ihr habt jetzt guck mal, die haben durchgehend. Hört gar nicht mehr auf. Der schießt ununterbrochen. Okay, das war komplett lame. Ich glaube, er hat jetzt Frost, aber... Oder hat er? Ja, er hat Frost, aber schadensmäßig bringt das gar nichts. Ja gut, dann... Aua. Oh Gott. Ich probiere mal, ob ich darüber komme. Ich glaube nicht. Ah, doch! Fuck! Das war überhaupt nicht geplant! Rückhand. Eieiei. Ah ja, der dreht sich dann doch reichlich schnell um. So. Hat er jetzt von seiner Wut. Das war's aber schon hier an Leckerlis. Offensichtlich. Upp. Upp. So. Dann jetzt zurück zum Rohr. Den haben wir übersehen. Nee. Hm. Warte mal.
Wie komme ich denn da jetzt? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ich muss auf das Rohr raufspringen. Ich glaube, ich muss es noch, also während ich den erst den Hebel drücke und dann auf das Rohr springen, während es sich bewegt, weil so komme ich ja gar nicht mehr rauf. Befürchte ich. Wo war das denn? Das war das noch eine höher? Wo war die? Hier, oder? Ja. Dann machen wir erstmal so. Hallo? Darf ich das jetzt nicht nochmal zurückholen oder was? Muss ich kurz überlegen. Ich könnte zum Anfang des Dungeons zurück, vielleicht, weiß ich nicht, ob ich dann da überhaupt. Was soll das denn jetzt? Von welcher Stelle aus von da unten komme ich doch wohl? Wenn ich da runterspringe mit Anlauf, komme ich dann da auf die untere Ebene, aber das ist ja auch ganz schön tief noch. Also entweder von da unten darauf springen, das erscheint mir aber nicht so eine perfekte Lösung zu sein. Oder zurück zum Anfang des Dungeons beamen. Oder von hier? Ne, es ist zu hoch, oder? Ah. Nee, warte mal, von hier auf das Rohr? Ne, das überlebe ich doch nicht. Vielleicht von hier? Ah, so langsam wird's interessant. Von hier. Das ist die beste Stelle. Ne, noch einen drunter. Da. Bitte nicht sterben. Dankeschön. So. Okay. So. Jetzt. Lass uns schauen, wo waren wir noch nicht? Auf welcher Ebene waren wir noch nicht? Da waren wir doch schon, oder? So, jetzt hier. Da waren wir noch nicht und da oben waren wir noch nicht. Ist das der Anfang? Ja, ne? Da kam ich raus. Aber komme ich von da denn? Achso, da ist die Leiter. Ah, da ist der Ausgang. Da, wo dieses Rohr dampft, ist der Ausgang. Okay, warte. Da komme ich auf jeden Fall raus. Wir haben ja auf jeden Fall noch nicht alles gemacht. Mal hier rüber. Wo war denn? Hier waren wir auch schon. Wo war das denn jetzt? Wir hatten auf jeden Fall eine Ebene, auf der wir noch nicht waren. Da lag doch auch noch ein Item. Wo war das denn?
ich jetzt hier alles schon gemacht? Nee, da war doch noch eine. Da war doch noch eine Ebene, wo wir noch nicht waren. Wo war das jetzt? Oder war das wirklich nur hier links? Aber da war da nicht noch so ein Troll, so ein roter? Vielleicht war das auch wirklich hier. Ich meine, ich habe irgendwas übersehen. Also hier geht's ja raus. Ah, guck mal. Hier kann ich das Rohr nochmal betätigen, aber das ist ja eine Einmaligkeit wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich wieder auf die andere Seite wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt hier hochhole. Also hier müsste es eigentlich rausgehen dann. Das ist ja immer der Ort, wo es rausgeht. Beziehungsweise. Ich glaube, vielleicht ist da auch nichts mehr. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich drück mal jetzt hier. So. Jetzt haben wir das. Oh, geil. Oh, und nur ein Spielstein. So, jetzt können wir raus. Nehmen wir an, wenn ich jetzt hier drücke, geht das Rohr wieder hoch. Also auf der anderen Seite hoch. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, wir haben hier alles. Wir haben dieses coole Schild bekommen. Was soll es denn hier noch großartig geben? Jetzt geht wahrscheinlich aber der Hebel nicht mehr. Der muss auf der anderen Seite gezogen werden. So ist es. Na gut, dann gehen wir hier raus. War doch cool. Jetzt muss ich eigentlich mal das Schild direkt aufleveln und gucken, wie das abgeht, wenn ich das komplett gelevelt habe. Wir nehmen mal eine andere Waffe. Jetzt sind wir da raus. Es gibt so diverse Waffen, die wir noch gar nicht ausprobiert haben. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich auch ganz gut gegen Steine, oder? Dann haben wir noch diese Axt, hatte ich hochgelevelt. Macht so ein bisschen Blitz-Damage. Okay. Ey, so haben wir aber nicht gewettet. Keine. Ey, warte mal, jetzt kommen die alle hier, die Schlümpfe. Okay, warte. Sollte mal den Blitzdings ausprobieren. Ja, ist auch ganz lustig mit diesem so dahin preschen. Kann man auch gut machen. Was haben wir noch? Ich reiß gleich erstmal zurück und dann. Werde ich mal dieses Schild aufleveln. Gucken, ob das Bock macht, wenn das. Oh, hier höre ich doch wieder was. Oh.
bist du? Hä? Ist das da oben irgendwo? Das klingt, als wenn das hier drin ist. Das ist ja komplett verwirrend. Hallo? Sag mal, ihr hört das doch auch. Wo ist das? Hallo? Das macht mich komplett wahnsinnig. Muss hier irgendwo sein. Ja, wegen Fake Walls habe ich ja gerade die Mokes Kette benutzt. Ne, ich sehe es original nicht. Bin ich blind? Wo denn? What the fuck? Es ist schon hier irgendwo. Da! Scheiße. Da oben. Okay. Nein, vertrunken. Lauf nicht weg. So. Oh, das hat mich ja wahnsinnig. Der war da oben auf der Zinne, habe ich wirklich nicht gesehen. Okay, aber das war, glaube ich, der Ort, den wir von da oben gesehen hatten dann auch, ne? Das war diese... Was ist das? Tempel? Was wir von da oben, als wir da standen und gesagt haben, hier müssen wir mal runterkommen, das hatten wir gesehen. Das heißt, dieses Geheimnis haben wir gelöst. Das freut mich sehr. Wir reiten das hier nochmal ab. Gucken, ob hier noch irgendwas anderes zu finden ist. Was sind denn das für seltsame Blumen hier? Tote Sonnenblumen oder was? Oh, ein wildes Schwein. Ein Wildschwein. Komplett irre. Überschätzt sich komplett. Ja, hau lieber ab. Gibt ja wirklich so Tiere, die sind so schlecht darin, sich selber einzuschätzen, dass sie jeden Kampf eingehen. Weil sie einfach glauben, sie sind die Stärksten. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was stärker ist als sie. Was ist das? Was ist denn hier los? Ja. Dann macht das erstmal fertig und dann, wenn ihr fertig seid, sagt ihr Bescheid und dann... Wir hatten doch übrigens noch einen Drachen, ne? Das ist eine schöne dicke Trollhöhle. Mir fällt gerade ein, welcher Drache noch fehlt, wo ich hier gerade diese Schlacht sehe.
Heiliges, blutiges Fleisch. So, wer hat jetzt noch überlebt? Niemand. Oh, die. Muss ja nicht immer mit allem, ne? Man kann ja auch mal einfach so machen. Hallo, 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 hallo. Jemand da, 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 da. Das ist sehr dunkel. Das ist eine richtig schöne Trollhöhle. Sag mal, leuchtet denn mein Lämpchen gar nicht? Er ist hier nicht drin, nehme ich an. Immer eine gute Idee, mal das auf den Boden zu schmeißen, Murks Kette, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Aber warum nicht? Vielleicht haben die ja einen geheimen Durchgang bewacht, aber so ist es nicht. Kennt ihr den Film Troll? Heißt der? Ich glaube, der heißt nur Troll. Oder Trollhunter. Ich glaube, er heißt nur Troll. Da gibt es so eine Szene. Der ist ganz geil. Da leben so Trolle in Skandinavien. Und da gibt es eine Szene, da sind sie in einer Trollhöhle. Das ist sehr bedrohlich, weil da so richtig viele stinkende, schnüffelnde Trolle in dieser Höhle rumschnaken und dann, das ist schon sehr gefährlich. Genau, das nur am Rande, daran erinnerte mich diese Höhle gerade. Da ist ein Lager. Das werden wir nochmal auseinandernehmen. Beziehungsweise, wie viele sind denn hier? Wie viele Leute? Ja. Das hat mir gut gefallen. Hahaha. War kein Problem. So, was haben die hier für eine kleine Basis? Alles kaputt gemacht. Das waren die doch. Das war doch ein friedlicher Händler. Und dann kamen die Soldaten und haben die einfach komplett zerstört. Weshalb ich sie zu Recht bestraft habe. Warum hat er einen Feuerhund? Warum hat der einen brennenden Hund? Warum kann er einfach so brennen? Ja. So richtig gründlich umgesehen haben wir uns hier noch nicht. Sonst wäre mir das Haus da nicht durchgerutscht. Hier bin ich vermutlich einfach mal so durchgaloppiert. Auf dem Weg. Oh ja, warte. Der, den gibt's ja auch noch. Den erinnere ich mich jetzt aber. Darf ich mir die Karte nicht angucken, weil der auf mich schießt? Ich meine, den habe ich aber schon platt gemacht. Den Typ. Hinter dem nicht sogar noch ein zweiter? Oder wie war das? Den haben wir auf jeden Fall schon. Ja, das war ja nicht so clever. Immer wieder beeindruckend, ne? Wie groß der eigentlich ist. So, und da ist der zweite. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Den müssen wir uns jetzt nicht nochmal geben.
Ist es das Schwert vom Eldenbeast? Ja, auf jeden Fall. Exakt, das ist es. So, dann pass auf. Ich kann noch nicht reisen. Ein Stück weiter weg. Oh, ich kann hier nicht die Karte. Warum? Hallo? Was ist das Problem? Jetzt. Gut. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen mal kurz hier da in diese Tafel rein. Weil ich gerne dieses Schild aufwerten möchte und eventuell können wir das kombinieren mit einem Level. Kann ich das hier eigentlich... Hier. Weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt... Nee. Warte. Dann essen wir nochmal so eine Rune. So. Nö. Da müssen wir auch gleichzeitig noch ein bisschen was für das Aufwerten des Schildes essen. Weiß nicht, was das kostet. Wir werden sehen. Erstmal ein Level machen. Oh, machen wir weiter Stärke. Ach ne, Arkan hätten wir auch noch hochleveln können. Ist egal. So, jetzt gehen wir mal zum Schmied. Fragen den mal freundlich, ob er das Schild nochmal aufwerten könnte für uns. Da muss ich ja auch nochmal Geld wahrscheinlich für aufbringen. Da ist es. Der ist es doch, ne? Der muss es sein. Wie ist es das? Aber alles andere wäre jetzt Quatsch. So, jetzt geht mir langsam die Kohle aus. Wir sind schon bei 18, 19, 19. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geld. Aber nicht allzu viel. Vielleicht reicht das ja schon. So, ich werde jetzt den... Obwohl, ich habe 9 von diesen Schmiedesteinen. Ach stimmt, man kann die Runen ja auch direkt verkaufen, das geht dann noch schneller. Aber ich hab 9 Stück. Ich habe 9 Stück. Was macht der denn an Schaden? Naja, schon sehr wenig, ne? Kann man da eine Asche draufpacken auf so ein Schild? Vermutlich eher nicht, aber es wäre ja wohl der absolute Oberhammer, wenn man da eine Asche draufpacken könnte. Eine Feuerasche oder sowas. Wir probieren es erstmal aus. Bevor ich jetzt da noch einen Schmiedestein... gucken. Ne. Schade. Wäre schon lustig. Ist aber ganz geil. Macht aber nicht so schrecklich viel Schaden, aber macht immerhin ein bisschen Schaden. Schaden. Ich meine, es ist schon okay. Komm, ey, wisst ihr was, ist mir egal. Ich habe jetzt so viele von den Dingern. Ich habe jetzt noch 9 Stück oder so. Ich mach das letzte jetzt auch noch drauf. Da, ich habe 9 Stück. Komm. So. Wenn wir schon Spaß haben, dann haben wir Spaß. Okay, so, jetzt hatten wir noch... Oh, jetzt muss ich mal den Ort finden. Es gab einen Ort.
Da war so eine Schlacht zwischen einem Drachen und so ganz vielen Soldaten. Jetzt muss ich das Bonfire einmal kurz überlegen, wo das war. War das bei der... Wenn man bei der Burg rausreitet. Warte mal, ich war doch bei irgendeiner Burg. Und da war das... Nee. Warte mal, welche war das? War das Schloss Enis? War das... War das hier? Nee. Da war das... Nee, die war das auch nicht. Tempelstadt. Das war doch die, wo ich so hochgeflogen bin und dann... Wie war das? Hier und dann hier durch und hier war der Drache. So. Und das letzte Mal musste ich mir da... Also dieser Kampf dauert so lange. Dass es komplett nervig ist. Abzuwarten, bis einer gewonnen hat und man kann nicht in das Getümmel gehen. Aber mit meiner Waffe, die ich gerade habe, sollte das eigentlich gar kein Problem mehr darstellen, weil ich jetzt einfach da komplett meine Attacke reinwämse und dann ist mir das richtig scheißegal. Hat er mich jetzt schon im Visier, ne? Aua. Ey. Krieg ich euch an? Hä? So. Der ist ganz schön zäh, der Typ. Wenn er früher sein Schwert genommen hätte, wäre er noch unangenehmer gewesen. So. Wer steht denn noch? Nicht mehr so viele, oder? Okay. Dann. Nehmen wir mein Drachenschwert. In aller Ruhe. Ne, die ist das nicht. Die ist das. So. Boah, ist der. Der ist ganz schön. Der letzte Ritter ist ganz schön stark. Ja. So, jetzt den Kuss gucken wir uns an. Da mische ich mich jetzt nicht ein. Sieht ja auch geil aus. Was ein tapferer Rittersmann das ist. Aua, kommt das bis zu mir? Nee. Aber er würde sich trotzdem gegen mich wenden. Boah, was der aushält, ne? Macht natürlich keinen Schaden, kommt gleich an ihn ran. Oh, hallo. Jetzt kommt von hinten wahrscheinlich der andere Heini noch. Autsch. Sein fauler Atem des Todes. Und das ist genau die Kacke, dass der Typ jetzt einfach der Meinung ist, ich bin sein Feind und der andere nicht.
einfach nichts sieht. Na, es wird gerollt. Okay, warte. Oh nein, da war ich zu gierig. Ich habe gedacht, es geht vornehmlich nach vorne. Ach Gott. Da habe ich da so viel Zeit aufgewendet, um am Ende zu ungeduldig zu sein. Ich habe mich einfach heilen müssen, ein Stück nach hinten gehen. Ach, das war jetzt die pure Ungeduld. Warum bist du so, Nils? Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Das war die pure Ungeduld. Aber die Taktik bis dahin ist ja völlig richtig. Das hat ja gut funktioniert. Weit genug? Ey, hör mal auf, mich zu beschießen. Okay, hi, ja, hallo. Na gut, bin ich dabei. Hier muss ich gleich das Schwert wechseln. Komm mal her, ja, nicht so weit weg. Ach. Jetzt muss ich da richtig weit. Ey, das schafft er nur noch mehr. Aber ja, danke für die super Sicht, die ich auf dich hatte. Oh, ich hab fast ins Maul getroffen. Oh, ich bin extra weggehechelt. Lol, da wird sogar noch jemand, da schießt noch einer auf ihn. Ah, ich habe keine Dings mehr. Schade, keine Blasts mehr. Jetzt kämpft der Original auch gegen die anderen Typen. Ja. Ja, ich habe keine Flask mehr. Also keine Magic mehr. Da leben wir noch mehr, als ich dachte. Ich muss erstmal da hinten, ich mache erstmal die Bogenschützen platt. Keine Lust, dass mir die in den Rücken fallen gleich. Den Drachen helfen und das interessiert ihn gar nicht. Er braucht ja auch ewig, ne? Um mit denen fertig zu werden. Die machen auch gar kein Damage. Die machen überhaupt kein Damage. Guck mal. 63 Damage. Die flache Rückhand konnte ich nicht vermeiden.
keine Mana. Ah, scheiße. Das hat. Nun warten Sie doch! Kacke. Was? Wenn da der Sack drin. Ja, da keine Chance, ne? Da komme ich nicht hinweg. Da wäre sein Kopf so schön gewesen, aber ich komme nicht ran. Der Kopf ist nicht so einfach, an seinen Kopf zu kommen. Timing! So. Da muss man geduldig sein, ne? Mit diesen Leuten. Drachenherz. Uralter Drachendunkel Schmiedestein. Da muss man geduldig sein. Na toll. Das treffe ich nicht. Kein Mana mehr. Okay. Weil ich kein Mana mehr habe, nehme ich an, oder wie? Oder was? Ich treffe einfach nicht. Ey, Schild, jetzt, was machst du denn? Warum bist du denn so lahm? Kein Mana, ich glaube, das ist es. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mir wieder so Leute hier angelacht. Warum habe ich das denn jetzt eigentlich gemacht? Nach so einem zauberhaften Kampf. Kannst du mal runterkommen? Meine Güte. Muss ich die alle einzeln hier vom Himmel holen? Mann! So, jetzt bleib mal da. Zum Glück können die nicht richtig hoch fliegen. Zum Glück sind die wie Hühner. Mann! Verarscht mich doch. Du Schwein, ey. So. Gibt's doch nicht. Okay. Ist hier jetzt noch irgendwas Tolles? Nee, ne? Ich war ja hier schon diverse Male. Bin hier lang geritten. Den Drachen immer ignoriert. Ist hier im Lager noch irgendwas? Kleiner Thron. Wann spielen wir wieder Werwolf bei Rocket Beans? Haben wir doch gerade erst. Ich weiß nicht genau, wann die nächste Session ist, aber die letzte ist ja noch nicht so alt. So, hier waren wir auch schon. Die machen halt einen Rave. Die lasse ich mal in Ruhe. Man sollte Leute beim Raven nicht stören. The Grave Rave. Ich glaube, hier habe ich alles entdeckt. Bin ich einfach mal so selbst. Oh nee, offensichtlich ja nicht. War ich hier noch nicht? Oh.
Gibt's hier vielleicht einen mit einem Topf? Gibt's hier vielleicht einen? Das ist ein getöpft. Aber der leuchtet leider nicht. Doch, hier war ich doch schon. Da ging's doch so tief runter. Doch, warte. Hat der geleuchtet? Okay, du Arschgesicht. Okay, ey, ganz ehrlich, jetzt bin ich super pissed auf dich. Okay, wenn ich jetzt wegen so einem dummen Dödel... Hi! Jetzt muss ich mich auch noch... Ah! Was bist du denn für einer? Das gibt's doch gar nicht. Ich war jetzt überhaupt nicht... Ich hatte gar... Ich habe auch nur einhändig gespielt, sehe ich gerade. Was eine Frechheit, oder? Yes, Schattenbaumfragment. Sag mal, aber ich war doch schon in diesem komischen Loch. Hier. Da bin ich doch schon mal runtergelaufen. Oder wie, oder was? Ja, ja. Hier war ich schon. Ruhig jetzt. Du störst meine Ruhe. Hier bin ich auf jeden Fall schon runtergelaufen. Weiß nicht mehr genau. Oh. Aha. So langsam gerät meine Selbstsicherheit ins Wanken. Ob ich hier schon gewesen bin. Warte mal. Von der anderen Seite, das Loch ist noch ein bisschen umfangreicher. Das Loch ist ja hier, geht das irgendwo noch weiter, ne? Ja. Nicht einfach droppen lassen? Oh nein, das war wahr! Warum? Warum? Warum, warum, warum? Das fand ich jetzt Quatsch mit Soße. Das. Ja, das ist eine völlig richtige Annahme. Ich glaube, ich nehme mal noch eine. Oh, erstmal können wir wieder aufwerten. Hier, guck. Wie geil ist das denn? Wir sind schon auf Stufe 16. Nee, wir werden noch einmal eine zweite Mana Flask mitnehmen, weil wir das Schild jetzt ja auch haben und das Holy Schwert. Und lass mich mal kurz gucken, es ist 12.44 Uhr, das passt doch zeitlich eigentlich perfekt. Wir machen an dieser Stelle eine kurze YouTube-Pause. Wir haben den Drachen gelegt, ist doch geil, war eine der Drache muss sterben Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann werde ich auf jeden Fall noch den Eingang suchen, oben in dieses zweite Feld mit den Händen, oben im Norden, Nordosten. Und... dann erforsche ich nochmal hier dieses Loch, aber ich bin mir sicher, hier war ich schon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn Wilder, Wilbald wieder wildert. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.